Hallo zusammen und willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Franka und ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. In dem heutigen Video zeige ich euch wieder ein Unboxing von der My Little Box November 2020. Und zwar ist diesmal das Thema TU-Kaffee. Finde ich total süß. Und ich bin super gespannt, was da drin ist. Wenn ihr es auch seid und auch eine gewinnen wollt, dann bleibt dran. Viel Spaß mit dem Video und los geht's. Also ihr Lieben, kurz erstmal ein paar kleine Fakten zu der Box. Sie kostet 17,90 Euro im flexiblen Abo. Ich persönlich habe sie selber schon seit ungefähr 2 Jahren im Abo. Ich habe zwar jetzt auch eine Kooperation mit My Little Box, das heißt, ich habe einen Rabattcode für euch. Und ich bekomme aber trotzdem noch meine Box weiter, dann kann ich die auch immer an euch verlosen. Die haben ja nicht immer massig Stückzahl und das ist mir einfach sicherer. So, das heißt, wenn ihr sparen wollt, könnt ihr gerne meinen Code LittleFranka nutzen. Ich glaube, es gibt auch aktuell 2 Codes, die sich so ein bisschen auf das Thema Tee oder Kaffee beziehen. Ich verlinke euch das mal unten in der Infobox. Ich habe die nämlich nicht ganz im Kopf. Auf jeden Fall könnt ihr diese Box für 12,90 Euro dann bekommen. Und das Coole ist, es ist ohne Mindestlaufzeit. Diesmal soll der Wert über 100 Euro sein. Und da bin ich jetzt echt gespannt. Ich würde sagen, wir schnacken nicht so lange, wir machen sie direkt auf. Wenn ihr an der Verlosung teilnehmen wollt, müsst ihr natürlich Abonnent von meinem Kanal sein. Das bietet sich an, wenn ihr generell auf Beautybox-Unboxings steht, weil das ist so der Schwerpunkt von meinem Kanal. Ich mache natürlich auch Make-up-Tutorials, aber ihr werdet sehr, sehr viele Beautyboxen sehen. Insofern, wenn euch das interessiert, würde ich mich freuen, wenn ihr Teil meiner Community werdet. Und wenn ihr es schon seid, könnt ihr natürlich einfach so teilnehmen. Hinterlasst mir einfach einen lieben Kommentar, gerne mit dem Hashtag Tea oder Hashtag Coffee und schon wandert ihr in den Lostopf. Und jetzt mache ich sie wirklich auf. Also ich öffne den Deckel und ich muss sagen, My Little Box ist immer ganz, ganz süß im Detail. Und bevor ich es vergesse, hier vorne drauf steht My Little Box in Verbindung mit Clinique. Das heißt, da werden hauptsächlich Clinique-Produkte drin sein. Und das finde ich ziemlich gut, weil die machen immer ab und zu mal so Kooperationen mit hochwertigen Marken. Ansonsten ist es immer so ein bisschen gemischt und auch teilweise auch Beauty-Produkte ihrer Eigenmarke drin. Aber das finde ich jetzt natürlich richtig klasse, ne? So, das erste, was hier vorne drauf ist, zeige ich euch. Sag mir, was du trinkst und ich sag dir, wer du bist. Okay. Also, Affogato al Café. Eis, Eis, Baby, du liebst La Dolce Vita. Affogato, Affogato. Vielleicht Eisschaum? Ich weiß es nicht. Moccacino, Forever Young. Oder Filterkaffee. Du bist ein Cool Kid. Bei dir sind die Sonntagnachmittage am schönsten. Das ist ja total süß, ne? Also ihr bekommt immer so wirklich mit Liebe zum Detail so kleine Collagen, Bilder mit. Also es ist echt süß gemacht. Und, genau, ich habe irgendwie gesehen, da soll so ein Thermobecher drin sein. Da bin ich jetzt total gespannt. In so einer Verpackung. Hier, Hot in Here, ein Mini-Thermobecher für deinen Kaffeeklatsch. Die offizielle Version, warum du diesen kleinen Thermobecher überall mit hinnehmen musst, ist dein Fable für Heißgetränke. Aber wir wissen, eigentlich bist du seinen Qualitäten als Handwärmer erlegen. Ach, das ist ja geil. Okay, bin ich ja jetzt super gespannt. Und ich glaube, das sollte doch irgendwie so personalisiert sein, kann das sein? Vielleicht ist das jetzt natürlich das nicht, weil das jetzt meine PR-Box ist, ja. Es könnte aber sein, dass da irgendwie ansonsten euer Name draufsteht. Es könnte sein. Ich glaube, ich habe das bei denen auf der Homepage bzw. auf dem Instagram gesehen. Wenn das der Fall ist, werde ich euch natürlich den hier einpacken und nicht den aus meiner Box, wo mein Name draufsteht. Das wäre natürlich Quatsch, ne? Insofern, ich kann mir vorstellen, falls es personalisiert sein sollte, dass ich das dann austauschen werde, aber ich finde das persönlich total süß. Einfach wirklich für eine Tasse. Warum nicht? Kann man mitnehmen und freue ich mich. Also, weil ich brauche sowas immer. Ich meine, man kann da ja bestimmt auch, ich wollte gerade sagen, man kann da ja auch Glühwein reinmachen. Oder einfach Kaffee oder Tee oder was auch immer. Aber ich hatte letztens in einer Foodbox nämlich Glühwein und das hast die ganze Zeit in meinem Kopf. Du hast das noch, du musst das unbedingt mal ausprobieren. Also insofern, Heißgetränke gehen natürlich immer. Finde ich eine super schöne Idee. Und jetzt bin ich sehr gespannt auf die Beauty-Produkte. Und zwar filterlose Raffinesse steht hier. Ein Rezept für einen marokkanischen Kaffee. Auch das finde ich ja toll. Okay. Und ansonsten stehen die Clinique-Produkte da drin. Das heißt, ich schaue jetzt hier noch nicht rein, sondern öffne einfach mal das Säckchen mit euch, denn meistens kommen die Beauty-Produkte bei der My Little Box immer in so einem tollen Sack, den man auch noch wiederverwenden kann.
Hier steht drauf, Just a Cup of Beauty, My Little Box und Clinique. Und dann kommt hier eine riesengroße Packung. Wow, was ist das denn? Das habe ich schon mal gesehen, glaube ich. Clinique ID, Dramatically Different Hydrating Jelly. Das ist ja cool. Ich glaube, da kann man sich noch irgend so einen Booster mit reinmixen, ne? Da kann man nämlich überlegen, was man für so eine Kartusche dazu will. Die haben so ein intelligentes System. Je nachdem, was man für Bedürfnisse hat in der Haut, sag ich mal. Ungleichmäßige Hautstruktur, ungleichmäßiger Ton, müde Haut oder Linien und Fältchen. Mal gucken, ob sie eine Kartusche mit reingelegt haben. Ich nehme nämlich mal an, dass das hier eine ist. Und hier steht drauf, Uneven Skin Tone. Oh, das ist gut. Das ist hier eine für eine ungleichmäßige Hautstruktur. Okay, dann müsste ich jetzt nur mal gucken, was hier drin ist als Inhaltsstoff, denn meistens sind bei diesen Brightening-Geschichten Säuren drin. Das wäre das Einzige, was ich tatsächlich nicht vertrage. Das muss ich mir einfach angucken. Aber grundsätzlich finde ich es richtig cool. Ansonsten kaufe ich mir vielleicht einfach eine nach mit einer Packung, die für mich passt. Aber das sieht ja voll cool aus. Schaut euch das an. Das ist das Gel. Und hier in dieser zweiten Verpackung kommt eben eine Kartusche mit Konzentrat. Und ich glaube, das könnt ihr dann einfach hier reinstecken und dann mischt sich das gleichzeitig. Genau, so macht man es. Es ist auch hier drauf so beschrieben, dass man das quasi wirklich öffnet, das Konzentrat da reinmacht und dann hat man ein Serum oder beziehungsweise eine Feuchtigkeitscreme, die wirklich auf den Hauttyp, auf die Hautbedürfnisse angepasst sind. Ach so, hier ist ungleichmäßiger Ton. Dann gibt es noch eins mit ungleichmäßige Hautstruktur. Und übrigens, jetzt habe ich das richtig gelesen, ist die Hydration Base, die gibt es als Moisturizing Lotion, also als ganz normale Feuchtigkeitspflege. Dann gibt es das als Oil Control, also für fettige Haut. Und dieses Hydrating Jelly, was hier drin ist, nehmen wir mal an, dass das für alle Hauttypen geeignet ist. Und es ist halt einfach eine Gelform, also wird wahrscheinlich auch fettige Haut wird das wahrscheinlich auch gut gebrauchen können. Und so könnt ihr quasi aus drei Basisvarianten und vier Zusatzampullen, wenn ihr so wollt, euch wirklich euer individuelles Pflegesetup mixen. Und hier ist jetzt halt einfach was dabei. Ich weiß nicht, ob die unterschiedliche Sachen reinpacken. Ich werde das nochmal mit denen schreiben und euch dann auf jeden Fall hier hinschreiben, ob ihr da unterschiedliche Sachen bekommt. Aber ich denke mal, dass diese Kombi für sehr, sehr viele passen wird und sie das deshalb auch gewählt haben. Das sind auf jeden Fall zwei Originalprodukte, die garantiert nicht günstig sind. Finde ich richtig, richtig gut, muss ich sagen. So, dann haben wir eine 7-Day Scrub Cream. Die kenne ich schon. Das ist so eine Peeling-Creme mit kleinen Körnchen. Die vertrage ich sogar sehr gut, weil ich vertrage nur solche mechanischen Peelings. Deswegen, bei mir sind Säuren einfach überhaupt nicht optimal für meine Haut. Aber sowas ist gar kein Problem. Und das habe ich auch schon ein paar Mal in Benutzung gehabt und habe es sehr gut vertragen. Man darf sich natürlich nicht wie verrückt da schrubben, ne? Sondern einfach ganz sanft. Zum Beispiel, wenn man so Unreinheiten an der Nase hat, da ist das ideal für. So, und dann haben wir noch eine komplette Mascara, das ist ja geil, Lash Power Mascara Long Wearing Formula, ein Originalprodukt, hammerhart, also alleine diese drei Sachen hier, das ist ein unfassbarer Wert, krass, okay, also da freue ich mich total, eine schöne Mascara, ich glaube, das ist ein Originalprodukt, oder? Wie viele Milliliter sind das denn? Ja, 6 Milliliter muss ein Originalprodukt sein. Krass, oder? Also das finde ich ziemlich schön. Noch dazu so eine langanhaltende Formulierung. Finde ich auch nicht schlecht. Also da freue ich mich auf jeden Fall sehr drüber. Zusätzlich kommt das Ganze in so einem Säckchen. Wie gesagt, ich werde einfach mal gucken, ob das was für mich ist. Ich werde hier mal in diesen Zettel reinschauen, der da mit dabei war. Und vielleicht steht da noch ein bisschen mehr Informationen drin zu den Inhaltsstoffen. Aber meistens sind diese Sachen, wo drauf steht, gegen einen unebene Haut, dass es so ein bisschen aufhält, dann ist meistens Vitamin C drin oder irgendeine andere Fruchtsäure. Und wenn das der Fall wäre, dann funktioniert es für mich auf jeden Fall nicht. Aber für, ich sag mal, 90% der Leute funktioniert das, ja? Das ist jetzt wirklich nur bei mir so ein bisschen schwierig, ne? Also ihr Lieben, ich habe mir das jetzt gerade mal kurz angeschaut. Bei diesem Feuchtigkeitsgel ist es so,
grundsätzlich bei Clinique ist das so ein System, da könnt ihr euch als erste Variante quasi entweder eine Feuchtigkeitspflege, diese gelbe Creme, die kennt ihr bestimmt auch, aussuchen, oder es gibt ein Gel extra für fettige Haut und das ist so ein 24 Stunden Feuchtigkeitsgel, was eigentlich jeder benutzen kann. Und in dieses Ding steckt ihr euch diese Ampulle bzw. dieses Aktivkonzentrat einfach rein und das könnt ihr ganz nach euren Hautbedürfnissen wählen und davon gibt es dann vier unterschiedliche. Es gibt einen gegen eine ungleichmäßige Hautstruktur, einen gegen einen ungleichmäßigen Ton, wenn man so Flecken hat, Pigmentflecken. Dann gibt es was gegen müde Haut und etwas gegen feine Linien und Fältchen. Ich muss jetzt für mich nur schauen, ob hier auch eine Säure drin ist. Meistens ist bei diesen Sachen, die den Ton ausgleichen, um so Pigmentflecken zu reduzieren, Vitamin C drin. Und da ich super empfindliche Haut habe, vertrage ich das meistens nicht. Deswegen, ich frage auf jeden Fall mal bei meinen Little Box nach, ob man gegebenenfalls unterschiedliche Sachen bekommt. Und dann blende ich euch das auf jeden Fall ein, damit ihr da auch Bescheid wisst. Aber man könnte dieses System hier auch einfach so benutzen, ohne dieses Aktivkonzentrat. Dann habt ihr einfach nur ein Feuchtigkeitsgel. Das ist natürlich kein Problem. Und ihr macht euch einfach euer Serum zum Beispiel unten drunter oder oben drüber. Das ist überhaupt kein Thema, was ihr von auch theoretisch irgendeiner anderen Marke habt, wenn das jetzt etwas ist, was ihr nicht vertragt. Aber ich sag mal, 90% der Leute vertragen das. Immer wenn ich meine Sachen mit Säuren verlose, sagen immer alle, juhu. Insofern ist es, glaube ich, nicht so schlimm. Ihr dürft mich nicht als Maßstab nehmen. Ne? Probiert es einfach aus. Clinique ist eine super Marke. Auch mein Mann verträgt das traumhaft gut. Und vielleicht ist das sogar auch eher was für ihn. Mal gucken. Dann haben wir hier noch ein weiteres Produkt, bevor ich es ganz vergesse. Und zwar ein Haarband. Das ist nämlich das letzte, was hier ist. Collection Capsule Elastic Approved Parvo Cheveux. Dein Haarband für die Good Hair Days Only. Ein kleines Bändchen, eine güldene Schnalle und es kann losgehen. Hört sich süß an. Ich mache das mal eben auf. Ah, ja, das ist süß, ne? Also ich sag mal, relativ easy. Kann man so einen Zopf machen sich und dann hat man das hinten drauf quasi. I show you. Ne? Also, das ist eigentlich nicht schlecht. Dann hat man so ein kleines Design auch noch zusätzlich an den Haaren, an dem Haargummi. Das finde ich eigentlich sehr, sehr süß, muss ich sagen. Und es passt auch gut zu meinen Haaren, obwohl es so richtig strahlend Gold ist, aber nicht schlecht. Das gefällt mir schon mal. Okay, ihr Süßen, das waren die Produkte. Ich finde es richtig krass. Es ist ein wahnsinnig hoher Wert. Für mich jetzt ein bisschen schade, dass das nicht für meinen Hautton passte. Aber man kann das ja theoretisch auch einfach so nehmen. Man muss es ja nicht mit diesem Konzentrat zusätzlich nehmen, wenn man das nicht möchte. Oder ich kaufe mir einfach ein Konzentrat für feine Linien und Fältchen zum Beispiel dazu und mache mir dieses Ding da rein. Wobei ich glaube, das ist nicht ganz teuer. Ich habe euch die Preise eingeblendet. Ich frage auf jeden Fall mal nach, wie das der Fall ist. Und wenn meine Box kommt, gucke ich auch mal rein, ob da gegebenenfalls was anderes drin ist. Für alle Details zur Verlosung schaut unten in die Infobox rein. Wenn ihr die Box kaufen wollt, wie gesagt, könnt ihr gerne meinen Rabattcode nutzen. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen ganz, ganz schönen Tag. Mir hat es super viel Spaß gemacht. Ich drücke euch natürlich die Däumchen für die Verlosung. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Verlinke euch nochmal hier zwei meiner letzten Videos. Hier könnt ihr mich abonnieren. Und dann sage ich tschüss, bis dann.